Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg zockt. Oh je, würfeln. Ich mag's aber irgendwie nicht. Aber wir werden es jetzt wohl mal machen müssen. Damit wir eben ja den Mann da wegkriegen, damit wir mit Karl mal in Ruhe sprechen können. Ich weiß jetzt noch nicht, reicht es, wenn ich gegen ihn spiele oder muss ich auch gewinnen? Also sprich, wenn wir verlieren, dann haben wir nichts erreicht. Wir testen das jetzt mal. Also wie ging das? Ich muss Einsen und Fünfer irgendwie behalten. Ein Fünfer hätten wir hier schon mal. Dann würde ich sagen, wir nehmen den mal. Das wäre dann hier und dann diesen. Nochmal würfeln. Man kann ja immer würfeln, wenn man gepunktet hat. Also so halbwegs die... Oh, ne, eins. So halbwegs die Regel verstehe ich schon. Es ist nur, wie soll ich sagen? Es ist nicht so mein Hobby. Dieses Würfeln. Ja, sagen wir... Oh, drei Fünfen und eine Eins. Ich würde sagen, die nehmen wir alle. Muss ich schnell gucken, wie das geht. Zack. Zack, dann diesen und dann diesen noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das clever ist, aber wir machen das jetzt mal so. Punkten und fortfahren. Oder punkten und passen. Ich würde sagen, wir haben nachher noch zwei Würfel. Ich würde sagen, wir punkten mal und fahren nicht mehr fort, sondern wir passen. Habe ich Punkte bekommen? Ja, 2,50 sieht man unten rechts. Jetzt ist er dran. Nein. Aha, kein Glück. Wir führen. Bisschen, oh, zwei Einsen. Bisschen Glück muss man halt auch haben. Ja, da würde ich mal sagen, ist relativ klar. Wenn ich sie erwische, ich hätte gerne dich und ich hätte gerne dich. Und dann haben wir da nochmal eine 5, aber die würde ich mal bleiben lassen und weiter würfeln. Punkten und fortfahren. Nochmal eine 1 bitte. Nein, ich glaube nicht. Aber nochmal eine 5. Das heißt, wir können eben nochmal. Wenn jetzt keine 5 oder keine 1, also keine 5 und keine 1 gekommen wäre, dann hätten wir die 2 einen da oben verloren. Wenn wir jetzt punkten, wir nehmen mal den 5er und machen nochmal. Wir gehen mal ein bisschen Risiko ein, würde ich sagen. Also dich nehmen, punkten und fortfahren. Okay, und jetzt nochmal eine 5. Ja, sehe ich da. Was muss ich tun, damit ich was zu trinken kriege? Uns nicht stören, sonst gibt's paar aufs Maul. Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich würde sagen, nehmen wir. Weil ich muss mich hier konzentrieren, Kollege. Hol dir dein Getränk doch selber. Punkten und passen. Ja, machen wir so. Was haben wir bekommen? Wieder 200 irgendwie was? Okay, kein Glück, hoffentlich. Oh, 3 Vieren. Ach, 3 Vieren geht auch? Come on. Eine 5. Ich glaube, man braucht einfach... Man braucht eine einzelne 5, um weiterzuspielen. Aber man kann eigentlich auch, so wie es aussieht, 3 Vieren nehmen. Jetzt du. Aber er hat noch keine Punkte. Ja, so ganz durchschaue ich das noch nicht. Okay, eine 1. Ich sehe dich. Dich hätten wir gerne. Dann haben wir da eine 5. Wir haben 2 Fünfen. Ne, ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir nur die 1 nehmen. Und auf Glück hoffen. Noch eine 5. 2 Fünfen. Ja, wir nehmen mal diese eine 5. Okay, mal gucken, was es noch gibt. Kein Glück. Ah, okay. Hey, wo bleibt mein Bier? Ja, hat er 500 Punkte bekommen. Der andere ist schon wieder am Reklamieren. Den schnapp ich mir echt gleich. Aber jetzt wird's was. Unschön. Das war aber auch mutig. Wenn er nur noch einen Würfel hat, dann nimmt man doch nicht nochmal. Also, dann hört man doch auf eigentlich. Kein Glück. Bei 6 Würfeln. Der andere ist immer noch am Rummosern hier hinten. Er ist wieder dran. 5. Das war's. Weil das meinst auch nur du. Noch eine 5. Und eine 1 und eine 5. Warum hat er jetzt nicht die 5 genommen? Dann hätte er 3 Fünfen gehabt. Vorher hat er 3 Vieren genommen. Oh, ja, das ist nicht schön. Das war's für mich. Ja, das kann ich mir vorstellen. 900. Kein Glück. Oder was haben wir? Ne, wir haben 2 Dreien. Ach so, und dann reicht das auch. Also das hier führt, was ich gesagt habe, ad absurdum. Also man braucht nicht eine 1 und eine 5, sondern, was braucht man denn? Offensichtlich, wenn man das nicht hat... Wir haben jetzt 3 3. Ich teste das mal. Wir nehmen mal die 3. Wenn jetzt jemand das Spiel wirklich beherrscht, wird er wahrscheinlich lachen. Für mich.
Ja, jetzt der andere schon wieder. Zack, okay. M-Punkten und fortfahren. Funktioniert das? Jawohl, 300 Punkte gibt das. Das war nicht so verkehrt. Drei Einsen. Okay, ja, da müssen wir nicht lange überlegen. Ich muss nur richtig... Nein! Nein, ich habe falsch geklickt. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur richtig tippen. Oh, so viel Glück muss man auch noch haben. Es ist aber ein Käse hier mit dieser Dingens. Also dich hätten wir. Die 5 brauchen wir nicht. Wir punkten und passen. Jetzt habe ich 2 Einsen weggeschmissen. So, 1050. Oh, das hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel gegeben. 3 Einsen aufs Mal. Machen wir 5. Bin fertig. Okay, so siehst du auch aus. Was haben wir Schönes? Eine 1. Die schnappen wir uns. Und dann haben wir noch 2 Fünfen, die lassen wir. 2 Fünfen und 2 Zweien. Und da haben wir eine 6. 2 Dreien. Ja, dann nehmen wir mal die 5, würde ich sagen. Machen weiter. Wir haben noch nicht viel. Oh, ich sehe 2 Einsen. Ne, eine 1. Schade, 2 Fünfer. Was dauert da so lang? Wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen den. Wir nehmen den. Und wir nehmen den. Und punkten und legen weg. Also punkten und passen. Jetzt haben wir 1400. Wir sind ein bisschen voraus, aber nur ein bisschen. Auf 3000 geht das, da sind wir morgen ja noch dran. Ah. Was dauert da so lange? Ja, das frage ich mich auch. Jetzt du. Kann man das nicht unterbrechen? Dann könnte ich schnell rüber dem eine lang und mich wieder hinsetzen. Also dem, der da dauernd am Stänkern ist. 1. Ja, einfach mal die 1 hier. Da haben wir noch eine 1, ich sehe es schon. Das wäre die hier. Und dann haben wir noch 2 Fünfen. Ne, machen wir das so. Die mal zur Seite legen. Gerne noch eine 1. Jawohl, ich sehe die 1 schon. Und 3 Zweien. Bringt das was? Ich möchte das auch mal testen dahingehend, dass wir das alles nehmen. Muss ich das tatsächlich nochmal manuell hier festlegen, dass wir die alle wollen? Offensichtlich. Oh, ich wollte eigentlich... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich passen. Verdammt. Hey, ja. Ich verdurste hier. Ruhe, ich konzentriere mich. Kein Wunder, dass ich hier lauter Fehler mache. Also, dich nehmen wir mit. Ich verschenke wahrscheinlich tonnenweise Punkte. Kein Glück, ja, ja. Aber ich möchte auch nicht würfeln. Ich möchte endlich mit Karl reden. Dies zu meiner Verteidigung. So, mach hin, gewinn. Das war's für mich. Und dann haben wir Ruhe. 2-6. Oh, der ist aber übel davongezogen. Oh, 3 Einsen. Jetzt richtig klicken, Herr Heisenberg. Das wäre mal der hier. Der hier. Und der hier. Und dann... Ja, doch, wir würfeln nochmal. Wir müssen aufholen. 1000 würde das geben. Oh, noch eine 1. Ui, jetzt richtig klicken. Dich nehmen wir. Die anderen beiden nehmen wir auch noch. Sind auch nochmal 2. Nehmen. Nehmen und jetzt punkten und passen würde ich gerne. Kann ich nicht? Warum kann ich nicht punkten und passen? Kann ich die 2 nicht nehmen? Okay, gut. Wisst ihr was? Wir lassen die 2 weg. Moment. Zack, weg. Und jetzt noch runter. Zapf mir ein Bier. Zack, weg. Und jetzt kann ich punkten und passen. Okay, das müsste doch fett Punkte geben. 2,5 haben wir. Wir haben aufgeholt. Ach, du grüne Neune. Okay, das war, glaube ich, das Ende. Jawohl, du hast verloren. Okay, und jetzt? Jetzt guckt er. Ach, man sollte ihn auch hauen. Kriege ich dich jetzt vielleicht hier irgendwie weg hier? Weil ich möchte nicht nochmal würfeln. Nein, nein, nein. Sonst müssen ich möchte etwas mit dir bereden. Sonst müssen wir eine andere Lösung finden. Ach, wir reden gerade mit Karl, so wie es aussieht. Lass uns trinken. Ein Mann nach meinem Herzen. Okay. Nein, wird er nicht. Gott bewahre. Was wird er nicht? Junge, Junge, welch Kreuz ich tragen muss. Weißt du... Ja, eben, Manfred verbietet es, das wissen wir. Wir müssen Manfred wegbekommen.
Würdest du uns kurz unter vier Augen Ich kann nicht. Ja. Wie kriegen wir den weg? Wenn ich das jetzt mache, kommen wir wieder zum Würfeln. Das haben wir eigentlich Du musst einen Mord schon Zweifel ausprobiert gehabt. Du siehst ja, da sind wir beim Würfeln. Nee, das möchte ich jetzt nicht nochmal. Wir geben das Würfeln auf. Also, wir müssen das anders lösen. Wir da. Zufrieden? Oh, zweimal würfeln, dann geht doch. Na, Halleluja. Ja, und ob ich jetzt zufrieden bin? Besten Dank. Ach so, der hat sein Bier bekommen. Jetzt gibt er auch Ruhe. Na, das ist doch schön. Dann können wir doch jetzt eigentlich mit Karl reden. Manfred, sind wir los. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Mhm. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Da. Okay, zufrieden? Fangen wir mal oben an. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett. Oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Okay, da hat er Glück gehabt, dass er sich fürs Zweite entschieden hat, offensichtlich. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Bier! Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Entwende dem Beschützer den Geldbeutel. Ach, du grüne Neune. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Ich hätte gerne. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Auf gute Aber Gesundheit. Er ist stets auf der Hut. Es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Da ist es schon. Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld. Ja, das haben wir schon gehört. Der Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall. Ja, okay. Und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger ja, und Armut hatten wir schon. Auf der einen... Okay, das heißt jetzt, wir müssen die Sachen klauen. Das wäre alles. Und das macht er. In der Zwischenzeit. Bier. Ja, noch ein Bier bestellen. Können wir noch mal mit dir reden? Ja, es gibt da noch etwas. Es gibt da noch etwas, das ich gerne wüsste. Und was denn? Ist gut. Nee, ist hatten wir alles. Okay. Das wäre alles. Wir müssen Money berauben. Wo ist er denn? Ist der schon rausgegangen? Wir könnten ihn natürlich, wir könnten ihn auch, ja, töten wahrscheinlich. Aber Bier, sollen wir den jetzt töten? Der hat ja nichts Böses getan. Wer ist das denn? Eine Dorfbewohnerin. Ja, ich weiß ja nicht, wo der jetzt ist. Wenn er schläft, dann könnte man es machen. Schlafen die irgendwie hier vielleicht? Schläft hier jemand? Nein. Wir sind in einem privaten Bereich. Ich mach mal zu, vielleicht schlafen sie ja doch hier. Da ist eine Kiste. Vielleicht hat da irgendwas in der Kiste drin. Kann das sein? Oh, sehr schwer. Das können wir nicht mal knacken. Ach, wie doof ist das denn? Okay, wieder raus. Wie sieht's hier aus? Oh, da ist ein Fenster. Ja, da ist keiner drin. Das müssen wir gar nicht versuchen. Da kommen wir sowieso nicht rein. Hier kommen wir noch rein. Oh, oh, oh. Der hat sich tatsächlich... Ist er das? Der hat sich tatsächlich hingelegt. Der sieht ein bisschen aus wie unser Manni. Manni? Manni, Manni, Manni? Beschützer Manfred. Da ist er doch. Schloss knacken leicht. Das machen wir mal. Mal gucken, was wir hier drin nicht alles finden. Ich hoffe, der wacht nicht auf. Nicht, dass wir ihn dann doch noch
töten müssen. Das kann irgendwie nicht die Idee sein. Du wurdest entdeckt. Oh. Passt, Bau. Jetzt müssen wir ihn umboxen. So, und die Sachen klauen. Oh, nicht abhauen. Der ist aber stabil. So, ich wüsste jetzt gar keine andere Lösung. Oder sollen wir ihn vielleicht sogar umbringen? Wäre nicht die feine englische Art. Haben wir ihn? Jawohl, jetzt haben wir ihn. Dann machen wir hier doch wieder zu. Mach zu. So, was machen wir jetzt mit dem? Ach, du grüne Neune. Plündern, das können wir natürlich mal machen. Vielleicht hat er irgendwas dabei. Oh, Schreiben des Klosters. Ja, das brauchen wir genau. Und dein Geldbeutel bräuchten wir eigentlich auch. Arbeitsstiefel, modische blaue, Bürgerschwert. Das nehmen wir mal noch mit. Das gibt Geld. Und vor allem ist er dann nicht mehr bewaffnet. Da, Manfreds Geldbeutel. Okay. Dann hätten wir das eigentlich soweit abgeschlossen. Jawohl, begib dich mit dem Schreiben zum Pförtner des Klosters. Der weiß natürlich jetzt, was wir gemacht haben. Da ist halt die Frage, da ist nichts drin. Was machen wir mit dem? Oh, er steht auf und rennt davon. Na gut, jetzt ist egal. Jetzt kann er eigentlich auch Bericht erstatten. Wir können ja zahlen. Das ist egal. Also wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Hurra! Wir können ins Kloster. Und der rennt wahrscheinlich tatsächlich jetzt eine Wache holen. Interessant, das Ganze. Wie das jetzt wieder irgendwie vonstatten ging. Heiliges bisschen. Questlog. Schleich dich als Novize ins Kloster. Erzähle Herrn Ratzig. Genau, wir wollten eigentlich Herrn Ratzig noch kurz befragen. Okay, wisst ihr was? Das machen wir mal. Wir gehen zuerst mal zu Kollege Ratzig, weil dann können wir nämlich da hinten auch schlafen. Wo haben wir den Kollegen Ratzig? Der müsste doch eigentlich hier sein. Schauen wir ganz schnell nochmal bei der Questlog. Nicht, dass der irgendwie auf Reisen ist. Und wir ihn dann... Ja, hier unten ist er eben. Und der wird dann falsch reisen. Das wäre irgendwie dann auch doof. Jetzt ist es eh da das Ganze. Wir reisen mal dahin und mal gucken wegen Überfall. Das kann natürlich jederzeit sein. Und wenn wir zurückkommen hier nach Sasau, dann werden wir wahrscheinlich gesucht. Dann müssen wir halt bezahlen. Oder wir drohen wieder. Das hat ja beim letzten Mal relativ gut funktioniert. Also warum nicht nochmal testen, ob das eine länger anhaltende Begabung ist, die wir da bekommen haben. Ja, scheint relativ friedlich zu sein. Eine ruhige Nacht. Sehr schön. Und dann mal gucken, was mein Kollege Ratzig zu dem ganzen Thema. Okay, zack. Jetzt mal gucken, wo ist der Mann? Und dann können wir uns eben schön schlafen legen da unten. In der Mühle dann noch. Hallo, die Herren. Guten Tag, wir wären dann auch mal wieder da. So, ab nach hier hinten. Der schläft doch wahrscheinlich schon, aber den können wir jederzeit wecken. Der ist immer da für uns. Bin ich hier richtig? Jawohl. Kommst du gerade raus? Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist eine Bürgerin. Was zur Hölle machst du da? Ich gehe hier durch. Was macht der hier? Heiliges bisschen. Knacken, knacken wollen wir nicht. Uah. Wir wollen Herrn Ratzig. Der ist aber nicht in der Küche. Hier ist er auch nicht. Tobias Fefer. Mit dem wollen wir im Moment nicht reden. Nein, nein, nein. Wir gehen wieder raus. Ja, es ist ein Gesuche hier. Wo ist er denn? Hier oben wird er ja kaum sein. Was haben wir denn hier für eine Tür? Dann machen wir auf. Aha. Okay, wer bist du? Ein Bürger. Und wer bist du? Herr Hans Capon. Sollen wir den kitzeln? Nein, wir lassen ihn schlafen. Ganz in Ruhe. Jetzt wissen wir wenigstens, wo der schläft. Und hier ist nichts. Ne, ein Spinnennetz brauchen wir nicht. Heute nicht. Ausnahmsweise brauchen wir kein Spinnennetz. Da ist er doch. Na, dann lasst uns doch mal... Ne, wir knacken nicht. Das wäre irgendwie... Oder wisst ihr was? Moment, dann machen wir Folgendes. So, wir speichern mal. Mal gucken. Weil in der Regel wachen die Leute eh auf, wenn wir hier was... Halt, falscher Knopf. Was knacken. Mal gucken, ob wir es schaffen, ohne dass er aufwacht. Und sonst haben wir ja eben den Speicherstand. So, wir sind ja ganz leise. Also viel leiser kann man eigentlich gar nicht mehr sein. Du wurdest entdeckt. Ja Gott, aufhören sofort! Okay. Spielladen hätte ja sein können. Dann können wir das aber bleiben lassen.
dass wir den beklauen. Es ist irgendwie auch nicht, wie soll ich sagen, ich mag den eigentlich. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem irgendwie nicht. Ich traue dem guten Mann irgendwie nicht. Heimliches Töten, nee, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ganz einfach reden mit ihm. Na, ach, echt jetzt? Lass mich in Ruhe. Ich dachte, den kann man, wecken. Ah, come on. Wie spät haben wir's? Haben wir hier noch ein Bett irgendwo? Okay, wir könnten uns auch hinlegen. Dafür müssten wir ein Bettchen haben. Haben wir hier drin irgendwo eine Möglichkeit, uns hinzulegen? Zu Hans ins Bett. Hier ist nix. Wie sieht's denn aus mit der Energie? Sonst könnten wir natürlich auch 64. Ja, wir sollten schon schlafen. Es würde zumindest nicht schaden. Da ist doch ein Bett. Na, schlafen wir zusammen mit Hans in einem Zimmer. Das ist doch eigentlich eh relativ schön. Okay. Schlafen und dann hoffe ich, dass der Herr Rat sich morgen nicht in aller Früh schon wieder losdüst. Das muss nicht sein. Ja, das mal so. Dann sind wir auch wieder fit nachher. Und jetzt müssen wir aber auch relativ schnell wieder was essen. Sonst fällt uns der Heinrich dann irgendwann, ja, wie sagt man dem? Vom Stab? Nee, irgendwas fällt man, wenn man... ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, ja, fällt auseinander. Nee, irgendwas anderes war's. Ja, Sattheit 32, unschön. Wir haben vielleicht erst was essen, bevor wir zu Kollege Ratzig gehen. Ist der Hans schon unterwegs? Würde mich wundern. Doch, der ist tatsächlich schon unterwegs. Schau mal einer an. So. Tatsächlich. Kann ich hier nicht? Nee, hier kann ich nicht. Jetzt, wo er nicht da wäre. Ich bin wirklich ziemlich ja, hungrig. Ja, ich weiß. Halt, da war doch ein Feuerchen. Okay, aber nichts zu essen. Hallo Bürger. Wir bräuchten was zu futtern. Hier finden wir nichts. Wir müssen runter zur Küche oder wir reden halt doch zuerst mit ihm, wenn er noch da ist. Schloss knacken sehr schwer, das heißt, er ist weg. Da, Schweinchen, das müsste man doch essen können. Gibt's doch gar nicht. Haben wir denn noch was an Bord? Vielleicht irgendwas, was nicht abgelaufen ist? Apfel. Nehmen wir mal. Nein, Aqua Vitalis wollte ich nicht, aber die Brezel würde ich gerne noch essen. Sattheit 38. Ja, so kommen wir irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Noch eine Karotte. Der Kohl ist abgelaufen. Könnte man mit dem Konservierungsmittel wahrscheinlich machen. Sattheit 69. Na, das ist doch gleich mal eine andere Hausnummer. 86. Passt. So, jetzt müssen wir nur Kollege Ratzig finden. Wo ist der gute Mann? Der läuft nicht gerade hier runter. Der ist. Man müsste ja eigentlich sehen, wenn man hier guckt. Aha. Okay. Der ist aber irgendwo im Gebäude drin. Dann ist er aber vielleicht hier unten. Sehr schwer. Knacken. Dann wollen wir nicht knacken. Dann wollen wir nur aufmachen. Keiner da? Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Ich suche jemanden. Hier hätten wir die Küche gehabt. Falls wir eben immer noch Hunger hätten. Haben wir aber nicht. Sag mal, wo ist er denn jetzt wieder? So, wir gehen mal hier runter. Jaroslav, kannst du mal kurz aus dem Weg? Ist das dein Ernst? Geh mal weg. Verdammt. Ich müsste hier rein. Hey, pass auf. Oh, come on. Himmel. Jetzt hat's geklappt. So, manchmal Verdammt. Muss man auch... Ich komme nicht rein. manchmal muss man auch unhöflich sein. Geh weg. Himmel, was zum Teufel? Jetzt hat's geklappt. Ich möchte jetzt Finalemente den guten Mann noch kurz finden. Nein, hier hätten wir aber wahrscheinlich auch schlafen können. Was ist denn hier noch? Ach, hier geht's wieder raus. Hallo, Wache. Ja, nee, hier finden wir ihn definitiv nicht. Und hier finden wir ihn auch nicht. Da hätten wir noch ein paar Äpfel. Dann nehmen wir mal noch ein paar mit. So, gerne alle. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Weg zur Erung. Hallo, Kollege. Na, wie geht's auch immer so? Ja, ich gehe ja raus. Hey! Ja, wenn du mich rauslässt... Hey, pass auf! Hey! Wer ist das? Ist denn? Lass hey. Mich hier durch, dann ich hier, jetzt. So, raus, bevor sie uns noch verhaften. Na, jetzt bin ich. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen ein Päuschen. Wir werden den Herrn Ratzig morgen finden und befragen. Immerhin haben wir jetzt geschlafen, wir haben was gegessen und jetzt regnet es uns wieder auf den Kopf. Ist ja auch nicht schlecht. Gut, danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Da kommt er ja gerade. Wisst ihr was, dann nehmen wir das aber noch schnell mit. Hallo, nicht drehen, nein. Der sieht uns und haut ab. Was zum Teufel? Wie soll ich das verstehen? Was ist denn? So, jetzt aber. Sei gegrüßt. Was brauchst du?
Was wäre denn hier? Untersuchung des Massakers in Neuhof, das haben wir doch schon lange hinter uns. Wolflin von Camberg? Herr Ratzig, ich hörte, du kennst Herrn Wolflin von Camberg? Ja, es gab da einst eine amüsante Begegnung. Schade, dass er sich dem Rauben und Plündern verschrieben hat. Wie lief dein Auftrag? Wolflin bat mich, dich zu grüßen. Und er sagte, wenn du gegen Sigismund marschierst, sollst du ihm Nachricht schicken. Was sind das nur für Zeiten, in denen sogar Geächtete unter meinem Banner reiten wollen? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, mein Herr. Es ist gut zu wissen, dass er dir immer noch die Treue hält. Da hast du wohl recht. Ja, was ist denn nun mit dem Kloster? Falsch getriggert oder wie was wo? Ja, ich gehe nun, genau. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Also hier ist irgendwie nichts von wegen Zasau und so weiter. Wir beenden mal das Gespräch. Ich muss noch mal kurz in die Quest reingucken. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Questlog, erzähle Herrn Ratzig, was die Banditen von dir verlangen. Da, warum geht das denn nicht? Muss er erst irgendwie sitzen oder irgendwo reingehen. Wir folgen ihm mal unauffällig. Das machen wir jetzt mal noch kurz. So, weil den Rest haben wir eigentlich gemacht. Oder haben wir hier irgendwas noch vergessen? Vielleicht dich als Novize, dann, wenn wir das machen, dann können wir nicht mehr zu Herrn Ratzig. Begib dich zum Schreiber. Begib dich mit dem Schreiben zum Pförtner. Auch das können wir nicht machen, bevor wir mit ihm geredet haben. Sonst können wir das hier nicht mehr machen. Versuch's mal nochmal. Sei gegrüßt. Haben wir jetzt was Neues? Nein, wobei. Wir gehen die mal schnell durch. Die Untersuchung. Was hast du heraus? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für... Ausgezeichnet. Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden. Einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Okay, scheint ihm also auch zu gefallen, wenn wir das machen. Neuer Spezialisierungspunkt. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Was soll ich mit Pius machen, wenn ich ihn gefunden habe? Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Ratei. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Okay, wie wir... Pass etwas besser auf. Ja, genau. Wie wir reinkommen, das wissen wir. Das ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist jetzt einfach, wir sollen Pius ja eigentlich töten. Haben da diese Spitzbuben verlangt. Wenn wir den natürlich nicht töten, sondern zum Vogt bringen, dann werden die Spitzbuben wieder nicht zufrieden sein. Ja, man hat's nicht leicht als Heinrich. Ich würde sagen, wir schauen mal, was wir machen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis denne, macht's gut, tschüss!